So, Männerklasse 1, Bodybuilding. Jetzt habe ich hier zwei Teilnehmer. Stellt euch doch erstmal namentlich einfach vor. Ja, hallo Horst, ich bin der Andy Fiedler. Ja, hallo Horst, ich bin der Daniel Priebisch. Jungs, ich sage einfach Jungs, weil ich glaube, wir sind so eine Altersstufe. Wie habt ihr euch qualifiziert diesmal für die Deutsche und was sind eure höchsten Titel bisher? Ja, der höchste Titel war vor 19 Jahren Platz 3 bei der Deutschen. Und qualifiziert, ja, mit einmal einen ersten in meiner Klasse und einmal einen Gesamtsieg. Auf der Westfalen war das, ne? Das NRW. NRW. Ja, ich habe mich qualifiziert über die Masters dieses Jahr. War EM-Teilnehmer dieses Jahr. Hab dort in einer Klasse bis 80 Kilo den vierten gemacht. Und bin jetzt hier. So, da muss ich jetzt mal gucken hier. Beim Andi. Da kenne ich natürlich die ganzen Hintergründe. Andi, ist das richtig? Du hast eine kleine Tochter, die ist wie alt? 7 Jahre. Die hatte ich im Album gesehen und hat deine Bilder bewundert. Nicht ganz. Also die hat mich auf Videos gesehen und nur auf dem Fernsehen und wollte es mal live erleben. Dann hat der Papa gesagt, ich gehe nochmal auf die Bühne. So sieht's aus. Erzähl die Story. Ja, also ich dachte, meine Fresse, wo sie recht hat sie recht. Ein bisschen Benzin ist noch im Tank. Warum nicht? Also ich hatte immer mal wieder Bock, aber... Und nun ist es soweit. So, dann hätte es nicht gereicht, wenn du einfach mal ein paar schöne Fotos gemacht hättest. Nein, dann musst du gleich auch noch den NRW gewinnen und einen Gesamtsieg machen, alter Mann. Ja, das Feuer war noch da und es lief besser denn je. Also ich bin selber erstaunt. Ne? Du, pass auf, ich habe das Video gesehen, ne, von der NRW. Und ich kenne ja den Jürgen Stickelbock sehr gut. Ist einer meiner allerbesten Freunde und Bewunderer überhaupt. Also ich bewundere den Stickel schon jahrelang auch für seine Arbeit. Und wir werden aber das ein oder andere Bierchen wahrscheinlich hier auf der Deutschen morgen Abend noch trinken. Und der hat ja sowas von abgefeiert, wie der dich auf der Bühne gesehen hat und wie hart du warst. Brutal. Ich freue mich gleich schon auf das Postdown. Also das ist doch mal eine Motivation, das fürs eigene Kind zu machen und natürlich fürs eigene Ego, oder? Besser kann es nicht laufen. Du trainierst natürlich auch in einem Studio bei einem guten Freund von mir. Der einzige Kunde, den ich sogar in Westfalen habe. Bünde, Westfalen, Sportstudio Wilhelmshöhe. Ralf Rukowski, schöne Grüße an dich. Ralf, schönen Gruß. Herzlichen Dank. Ich kann ja fast was verraten. Der Ralf hat dir was zukommen lassen, ein kleines Präsent und ein Geschenk. Das hat er bei mir bestellt und das werde ich am Montag im Studio erwarten von Olymp. Freue dich drauf. Sehr, sehr gerne und herzlichen Dank. Also egal was, mit der Leistung in deinem Alter, mit dem Comeback nach so vielen Jahren, schon richtig klasse. Danke. Musste ich einfach erwähnen und fand ich ganz toll. Danke sehr. Dann haben wir hier noch einen anderen alten Hasen. Jetzt hätte ich mich fast noch versprochen. Ich glaube, ich muss ein paar Kohlenhydrate essen. WM-Quali gemacht, EM-Quali gemacht, jetzt wieder am Start. Wie sind deine Erwartungen für morgen? Mit welcher Zielsetzung bist du denn hergekommen? Willst du den Jungs eins auswischen? Willst du das Ding gewinnen oder willst du einfach nur ins Finale? Mach mal eine Ansage. Ja, wer will nicht gerne gewinnen, aber momentan ist es so, morgen möchte ich eigentlich gerne Spaß haben. Ist der Abschluss für dieses Jahr, für diese Saison, für diese Frühlingssaison. Ich finde es natürlich schön, mit so einen Leuten dann auf der Bühne zu stehen, sich da einfach auch mal wieder zu messen. Und meine Erwartung ist einfach das Finale, mal mit als alten Herrn, wie man ja schon ist, muss man ja gucken, die Jugend, die wächst ja auch unwahrscheinlich, ne? Also die hören ja nicht auf, im Gegenteil. Und vielleicht kann man ja den einen oder anderen Jugendlichen noch hinter sich lassen dann, ne? Als Alter. Das ist doch mal eine Motivation, Leute. Also, die Oldies, but Goldies, wir sind hier. Jungs, ich möchte natürlich die knochentrockenen, brutalen Muskeln von euch noch sehen. Ich wünsche euch für morgen alles Gute. War eins meiner absolut besten Interviews, über das ich mich jetzt wirklich gefreut habe, dass ich das heute hier durchziehen konnte. Wir werden morgen Abend auf dem Bankett bitte noch zusammen ein Bierchen trinken. Das gönne ich mir noch, bevor bei mir der harte Teil anfängt. Ich möchte ja im Herbst auch wieder starten. Und trinken wir morgen noch ein Bierchen zusammen. Das gönnen wir uns. Und ich drücke euch für morgen die Daumen. Und jetzt haut noch mal einen raus und zeigt mal hier in die Kamera rein, was Qualitätsmuskulatur ist, die schon 30 Jahre lang erarbeitet und antrainiert worden ist. Und zeigt die Unterschiede zu dem jungen Fleisch. Feuer frei. Danke erstmal. Bitte, bitte. Dir auch alles Gute, ne?
Jetzt habe ich den ganzen Tag aufs Laden gewartet und war eben bei dir beim Interview, ne? Ja, guck mal hier. Hast du das Essen vergessen? Ja, ohne meine Klamotten kann ich natürlich nicht los, ne? Ja, siehst du, stell dir mal vor, wenn ich das gefunden hätte, bevor du es bemerkt hättest, dass es fehlt. Dann wär's leer, ne? Tü-tü. Ja, ich wünsche dir was, Digga.